Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Zähne und da ganz besonders die sogenannten Kreidezähne. Kreidezähne oder MIH ist die Abkürzung für Molar Incisor Hypomineralization. Schweres, langes Wort heißt nichts anderes als eine fehlende oder unzureichende Mineralisierung der Backenzähne und der Frontalzähne. Was ist es? Immer mehr Kinder leiden darunter, dass ihnen die Zähne wegbröckeln. Das können die Milchzähne sein, aber was viel tragischer ist, die bleibenden Zähne. Das heißt, sie tragen oder diese Zähne verfärben sich leicht und bei Druck, bei normalem Beißdruck, brechen die ab. Eine Hypomineralisierung, also viel zu wenig, zu wenig fest mineralisiert. Was ist es, wo kommt das her? Wenn ich das in die Praxis zugetragen kriege oder in unseren Testungen, die wir machen, dann testen wir in verschiedene Bereiche und herausgestellt haben sich ein paar Grundursachen, die man dann da behandeln sollte und behandeln muss. Meistens fängt es schon an in der Schwangerschaft. Das heißt, es gibt irgendwelche Vorkommnisse in der Schwangerschaft oder bestimmte Bedingungen im Mutterleib, die dafür sorgen, dass die Mineralisierung letztendlich von Knochen und Zähnen Probleme machen oder Probleme bekommen. Und da muss der Körper einfach abschätzen, wo macht er jetzt, wo arbeitet er noch gut und wo nicht. Und oft sind dann die Zähne das, was am Ende auf der Strecke bleibt. Gut, was kann das sein? Das erste und wichtigste, was wir herausgefunden haben, ist die Versorgung mit Vitamin D. Die Mutter muss einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel haben. Wenn der zu gering ist, dann kann die ganze Kalziumaufnahme in den Körper nicht optimal funktionieren. Das heißt, es ist nie genug Kalzium da, um auch im Kind quasi ausreichend schon alles anzulegen, was angelegt werden sollte. Dann muss Vitamin K2 da sein, damit das aufgenommene Kalzium denn auch wirklich an den Stellen landet, wo es hin soll. Das ist für die Kalziumverstoffwechselung einfach wichtig, genauso wie Magnesium. Also das ist so die Grundversorgung. Viele von euch Mamas, ihr seid gut versorgt, ihr achtet auf euch, ihr ernährt euch gut, aber manche achten eben nicht drauf und haben dann später das Problem, dass die Kinder Kreidezähne haben. Und es ist noch nicht mehr irgendwie, das heißt nicht, dass ihr jetzt nur Chips esst oder sowas, sondern es geht einfach darum, diese vermeintlich normal gesunde Ernährung, wenn man das immer hört, ist vielleicht oft gar nicht so gesund. Denn das, was Kalzium im Körper total raubt und Magnesium, ist Übersäuerung. Und übersäuern tun uns Lebensmittel, die uns einfach nicht gut bekommen, die wir nicht so viel essen sollten. Dazu gehören alle tierischen Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Das sind alles Dinge, die die Übersäuerung vorantreiben. Und da solltet ihr schauen, dass ihr natürlich möglichst pflanzlich esst und euch trotzdem gut versorgt. Das ist mal das eine. Also das Thema Vitamin D, Calcium, Magnesium. Da kann man theoretisch gerade fürs Vitamin D Blutwerte nehmen, aber auch da Holzauge sei wachsam. Wir haben auch da mal ein YouTube-Video zu gemacht. Die Vitamin D-Werte, die in den Laboren rausgegeben werden, als grün, als gut, sind oft zu gering. Wir brauchen ausreichend hohe Vitamin D-Werte von ca. 80 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Okay, das ist das eine. Das andere ist, das Problem, dass es in der Schwangerschaft sein kann, dass ihr bestimmten Sachen ausgesetzt seid, die eine Zellentwicklung stören. Und das ist vor allem der Mobilfunk, also euer WLAN zu Hause, euer Handy, mit dem ihr vor dem Bauch Instagram oder Facebook macht oder was weiß ich, im Internet halt rumsurft, WhatsApp. All diese Dinge haben eine Wirkung auf das ungeborene Kind und auf die Entwicklung der Zellen und die Entwicklung der verschiedenen Körperstrukturen. Und wir warnen schon immer davor und man sollte sich wirklich gut schützen. Das heißt, in der Schwangerschaft im Grunde davor und danach eigentlich auch das WLAN zu Hause ausmachen und gucken, dass ihr, wenn ihr mit dem Handy dattelt, dass ihr das möglichst irgendwie an ein Netzwerkkabel anschließt. Es gibt da so Adapter mittlerweile. Das ist total easy. Das heißt, ihr habt keine Strahlung. Dann Flugmodus anmachen, wenn ihr das wirklich vor dem ungeborenen Bauch haltet. Ihr würdet ja auch kein anderes elektromagnetisch strahlendes Gerät, von dem ihr ganz klar wisst, immer vor dem Bauch halten. Das ist nur beim Handy, ist es halt so eine Gewohnheit. Und das andere ist, es gibt solche Schutzgürtel für den Babybauch, den kann man sich umtun. Das sind so Bauchbinden, die mit so einem Metallgewebe, dann ist der Bauch auch geschützt vor der Strahlung, die reinkommt. Das ist das andere, also das, was stören kann in der Schwangerschaft.
Aber wir kommen jetzt zu dem richtig wichtigen Punkt. Der große Punkt sind einmal die Toxine und die haben verschiedene Aufteilungen. Das gibt die Schwermetalle, Leichtmetalle, das kann einen Hintergrund haben, aber das finden wir nicht so oft. Also Aluminium, Quecksilber, Blei kann mit einer Rolle spielen, aber bei den Kreidezähnen nicht so häufig. Was viel öfter kommt, viel häufiger, sind zwei große Gruppen. Das ist einmal Glyphosat und das sind einmal die Weichmacher aus dem Plastik. Also Bisphenol A, die Phthalate, diese Weichmacher. Diese zwei Gruppen sind wahrscheinlich am meisten verantwortlich für die Entwicklung von den Kreidezähnen. Das heißt, zum einen, Mamis, ihr müsst schauen, dass ihr aufhört, irgendwelches Plastikzeug zu verwenden, also Wasser in Plastikflaschen oder irgendwie verpacktes Zeug in Plastik. Ihr müsst schauen, dass ihr das möglichst rausschmeißt, reduziert die Kosmetika alle anschauen, wo sind überall die Bisphenole und Phthalate drin. Das ist oft in Duschgel drin, das ist in Schminke, in Make-up ist das drin. Das kann in Medikamenten drin sein, es kann in normalen Stoffen sein, mit denen ihr natürlich handelt, die ihr in der Hand habt. Also ihr müsst wirklich, jeder individuell muss man schauen, wie viel habe ich damit zu tun. Glaubt es mir, Bisphenol A ist echt eine Seuche, weil das Zeug verhindert die Mineralisierung von, naja, von Zähnen unter anderem. Und eine Sache, wo man viel ausgesetzt ist, sind Kassenzettel. Also jeder von euch, der irgendwie zu tun hat mit diesen Thermodruckdruckern, ne, das ist diese Kassenzettel, immer dieses Thermodruckverfahren, da sind Weichmacher drin. Das heißt, wenn man den ganzen Tag so Zettel austeilt an Kunden, dann kann es sein, dass ihr ständig das an den Fingern habt. Da solltet ihr euch schützen mit Handschuhen zum Beispiel. Dass ihr das nicht immer über die Finger und über die Haut aufnehmt, weil es wird über die Haut aufgenommen. Und das reichert sich bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger an. Und das geht aber ins Kind. Ihr entgiftet ins ungeborene Baby rein. Das ist ein normaler Vorgang, der ist natürlich so angelegt. Und es kommt dann darauf an, wie viel Gifte habt ihr in euch und wie viel kriegt dann das Kind ab. Das heißt, aufpassen mit den Weichmachern. Es gibt Möglichkeiten, die zu entgiften. Bei der Mama dann und später auch beim Kind. Die zeigen wir in unseren Kursen. Im Dr. Mama-System wird es gezeigt. Oder in so einer Ferntestung kann man das dann genau rausdüfteln, wie man das entgiftet. Das zweite Thema ist das Glyphosat. Glyphosat ist ein großes Problem, weil Glyphosat, es ist dieses landwirtschaftliche Herbizid, das genutzt wird, um Unkraut zu vernichten. Ist ja schon immer irgendwie in der Kritik. Die WHO hat es auch als teilweise krebserregend eingestuft. Aber es ist trotzdem in der Landwirtschaft noch vorhanden, also auch noch in unserem Essen. Das Problem beim Glyphosat ist, es bindet Mineralien. Das heißt, ihr nehmt zwar gutes Essen auf mit guten Mineralien, aber das blöde Glyphosat bindet das alles weg und es kommt also nicht wirklich im Körper. Das heißt, ihr mergelt aus, obwohl ihr genug esst. Und auch das muss man beachten. Hier gibt es die Möglichkeit, Glyphosat zu entgiften. Wir haben dazu mal eine Anleitung gemacht, die findet ihr unten in der Beschreibung. Und schaut euch das an, ob ihr Glyphosat habt, könnt ihr im Labor feststellen und wie man es entgiftet, haben wir dort beschrieben. Und wenn ihr Kinder habt, die jetzt diese Kreidezähne haben, dann sind es die verschiedenen Maßnahmen, mit denen man den Kindern helfen kann. Das heißt, es geht einmal zu schauen, braucht es irgendwelche Aufbausachen und braucht das Kind Entgiftung. Und wenn wir das einigermaßen im Griff haben, dann kann man die noch verbleibenden Zähne versuchen zu retten. Die Zähne, die schon kaputt sind, ja gut, die sind kaputt. Und da kann man leider nicht mehr so arg viel machen, außer diese Zähne dann irgendwie zu versiegeln oder Kronen drauf zu machen oder dann andere Maßnahmen, wenn die Kinder mal ausgewachsen sind. Jawohl, das war's zum Thema MIH oder Kreidezähne. Viel Erfolg damit und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert unseren Channel und besucht uns gerne auf Instagram und Facebook. Ciao, macht's gut.